Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier weiterhin dabei, dem Lamborghini. Langsam aber sicher, spricht das überhaupt richtig aus, weiß ich gar nicht. Alle Teile zu ent. Oh, das könnte jetzt vielleicht mit einer Strafe kosten. Das Öl vorher nicht abgelassen. Ne, kein Öl mehr drin, alles klar. Dann kostet das auch keine Strafe. Also, was ist da jetzt? Achso, der Anlass hängt noch. Ja, wir wollen den Lamborghini sämtliche Teile mal ausbauen und wir werden ihn noch tunen und werden den anderen verkaufen, den wir schon in der Garage haben. Das ist ja egal, wie rum wir es machen. Farbe ist ja sowieso, ne? Müsste gelb werden. Ein Lambo muss gelb sein, oder? Oder ist das, bin ich da jetzt verkehrt? Weiß ich gar nicht. Könnt ihr ja mal sagen. Aber ich glaube, der müsste gelb sein. Oder gelb werden mindestens. Damit das so ein bisschen stilecht ist. So. Ja, da wollen wir dann mal alle Teile, wenn wir sie denn alle haben, auch dann nachher gleich über die Reparaturbank schleifen und gucken, dass wir da viel repariert kriegen. Spart ja Unmengen Geld. Entschuldigung. Mann, es ist früh am Morgen. Es tut mir leid. Etwas ein bisschen, die Zunge ist noch ein bisschen langsam. Hat man manchmal so Tage. Ich versuche es schon mit. Alter, das sind aber auch ein paar Walzen, ne? Oh, schön. So. Ich versuche immer noch mit Kaffee dagegen anzukämpfen, dass ich da mal ein bisschen fixer werde. Dass die Zunge hinterherkommt. So. Also, hinter den Gedanken. Gut, manchmal ist manchmal ein bisschen schwer. Aber, na gut. So ist das halt. Jetzt noch vergesse ich die blöde Radnabe da drin. Also, das Radlager an der Nabe. Eine komplizierte Einzelradaufhängung hier hinten, aber nichts ist zu kompliziert für uns. So, Gummimischchen raus. Ein Rohrgasdruck, okay. Interessant. Ah ja. So, ist noch eine Gummilagerbuchse drin versteckt. Die muss natürlich vorher weg. So, so langsam lichtet sich das hier hinten. Und wir kriegen hier immer mehr Teile abmontiert. So, den Langquerlenker hier unten noch. Und können wir die Hinterachse schon mal rausnehmen. Achso, da fehlt noch wieder ein Gummimüffchen. Und dann Achsschenkel auch. So, gut. Von unten haben wir jetzt erstmal. Halt, wieso habe ich denn da nicht die. Ich habe bloß die halbe Arbeit gemacht. Das hätte ich mir doch wieder. Mann. So. Das Teil auch ab. Kurbel kriegen wir noch nicht, weil die Kolben da rum drauf sind. Alles klar. Gut, dann geht's mal hier weiter. Nehmen wir mal die Vorderachse noch auseinander. Sehr schön. Oh, da haben wir nah dran jetzt gerade. So. Abdeckung. Radlager, die muss man lenken bitte. Radnabe. Hier hätte man ja, ich denke mal doch, dass es eine überarbeitete Version gibt. Wahrscheinlich mit den Bremssätteln hier vom Bentley, die roten, die sehen echt schon scharf aus, muss ich ehrlich sagen. Also die hätte ich gerne am normalen Auto dran. Und oder auch an unseren 1016 PS Wagen, den wir da haben. Den FMW Supercharged. Habe ich ganz kurz überlegt, ob ich den auch mit ausparke, damit wir den einmal über die VMAX-Strecke nochmal ziehen, ob wir den jetzt endlich gerade ausfahren können mit oder nicht. Das ist immer noch sowas, das muss ich unbedingt mal machen. Muss ich dann mal rausholen und dann werden wir dann den mal da drüber zerren. Belge Phoenix übrigens, okay. Hier finden wir ja jetzt die Karosserieteile im Karosserieshop für Mods. Den haben sie ja mal eingeführt. Mit irgendeiner Version gab es das ja. Das ist die ganzen die ganzen Mods, die man sich heruntergeladen hat, dass sie in einem eigenen Shop erscheinen. Nehme ich mal einfach an, damit man nicht so viele Teile preloaden muss, wenn man in den normalen Shop geht. Damit das extra davon getrennt ist und naja, vielleicht eventuell nicht ganz so viele Fehler verursacht. Man muss ja sagen, performance-technisch hat es wirklich, wenn viele, viele Teile auf dem Bildschirm sind, aber das war auch schon beim Vorgänger so, wenn viele Autos in der Garage standen oder auf dem Parkplatz, dann
hat man immer wieder das Problem gehabt, dass man eh nicht lange warten musste, ehe die Autos alle durchgeladen waren. Da könnte man vielleicht eventuell an dem Konzept, wie man es macht, nochmal drüber nachdenken, ob man da nicht was Besseres findet. Vielleicht für die nächste Version, ich weiß gar nicht. Ich denke mal, es wird dann KMB 20 dann werden. Im Übrigen bei, ganz interessant, habe ich festgestellt, heute beim Hochladen, das erste Mal, beziehungsweise gestern beim Hochladen, ich habe das ja am Samstag gemacht hier, KMX Simulator 18 ist jetzt auch in dieser Liste vorhanden. Wenn man Videos hochlädt, dann gibt es so eine Liste, wo man auswählt, zu welchem Spiel das gehört. Ne? Da sagt man, okay, Kategorie Games. Und dann kann man aus einer Liste auswählen, zu welcher Kategorie gehört denn das Spiel, nicht zu welcher Kategorie, sondern welches Spiel ist es denn überhaupt, was man spielt. Da war der KMX Simulator 2018 nie drin. Und jetzt ist er drin. Das fand ich schon mal sehr schön. Muss ich ja mal sagen. So, das Kennzeichen ist ab. Das hat gekribbelt in der Nase. Wir müssen den anderen Lambo dann herholen, müssen wir die Kennzeichen abbauen, ne? Bevor wir ihn verkaufen. Weil da sind ja meine persönlichen dran. Oh, holt immer noch in der Nase. So was. Ich hör noch ein paar drauf. So. So. Jetzt ist er einmal komplett abgespeckt, ne? Ja, dann wollen wir mal schweißen. Wollen wir ihn mal schweißen an die Hebebühne 3, bitte. Und dann sagen wir hier, ich möchte gerne einmal den Lamborghini ganz gerne geschweißt wissen. Und dann kannst du dich auch wieder wegstellen. Und nur die Karosserie ohne Teile ist schon mal fast 40.000 wert. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht zu wissen. Gut, dann nehmen wir jetzt auseinander die Stoßdämpfer. Genau. Und dann nehmen wir auseinander die Reifen. Weil vielleicht kriegen wir die eine oder andere Felge noch repariert. Möglich ist ja alles, auszuschließen ist nichts. Na, geht her. So. Ich weiß gar nicht, wenn die großen Walzer drauf liegen, ob so große Walzer nachgekauft kriegen. Irgendwas war da, ne? Aber haben wir beim letzten Lamborghini gehabt, dass, glaube ich, diese ganz dicken Reifen, die da draußen, die 345, kriegen wir, glaube ich, gar nicht gekauft. Das sieht aber auch bestialisch aus, ne? Dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir denn richtig dicke Walzen kriegen. 145er Breite. Boah. Ja. Da geht schon was. So, dann gehen wir mal ganz kurz. Erstmal gehen wir auf die Reparaturbank. Und versuchen mal so viel wie möglich zu reparieren. Da war sogar eine Felge dabei. Da kommt die nächste angerutscht. Ah, ich glaube, die haben wir kaputt gemacht. So, dann haben wir hier so mal. Oh, da ist wieder was kaputt gegangen. Das klappert jetzt nicht so laut. Ich mache das jetzt gerade mal mit der Enter-Taste hier oben. Der Finger schon weht hat von der Mausgeklicke. So. Ist man alles nicht mehr gewohnt. Gut. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Bis auf eine Felge. Aber 15 Zoller. Machen wir 17 Zoller ran, oder nicht? Bitte, 15 Zoller. Komm, wir suchen erstmal ein paar schöne Felgen aus jetzt. Wir machen Dinge, die wir sonst später machen. Egal, wir suchen jetzt erstmal die Felgen aus. Und da würde ich nämlich sagen, also ich würde gerne entweder die Felgen hier dran haben wollen. Ich glaube, die werden es auch werden. So. Und dann machen wir dann mindestens 18. Ach komm, machen wir 19 Zoller ran. 4 Stück. Ja, damit. So. Dann brauchen wir ein paar Reifen. Und da brauchen wir richtige schöne Ultrasport, würde ich sagen. Oder Racing Premium. Ach, wir machen Ultrasport, oder? Racing Top Speed. Ach, wir machen Ultrasport.
So. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, welche Vollgröße ich meine eigenen Felgen gekauft habe. Sag mal ernsthaft? Ist es schon so weit? Felgen. 19 Zoller, ja, wollte ich auch sagen. Also Mann. Ultrasport. So, 19 Zoll. Dann brauchen wir für hinten mal so breit wie geht. Und da sehen wir, bei 3,25 ist der Schluss. Ist das hier auch so? Ja, geht, wenn ich denn da noch einen Zoll drauflege. Geht nicht mehr, okay. Gut, dann ist der Schluss. Schade. 19, Menge 4. Dann die Menge 2 für hinten. Nehmen wir 3,25, Niederquerschnitt, ja. So. Welche waren denn vorne angebaut? Wie groß, Quatsch, nein. Wie groß waren denn die Reifen, die... Wo ist es? Aufhängung. Die Reifen, die an der Vorderachse waren, waren 2,25er. Dann nehmen wir 2,45er. Ein bisschen was Dickes kann man da ruhig nehmen. Shop. Ultra. 19 Zoll. 2. Ja, 2,55 geht auch. So. Und dann bauen wir das mal zusammen. Und zwar hier, diese Felge und an diesen Reifen. Ah, sieht ja schon noch was aus. Das gefällt mir doch schon. Muss doch mal gucken, wie der Original, den ich schon zusammengebaut habe, welche Felgen ich dem gegeben habe. Ich glaube, den habe ich die gleichen gegeben. Aber so schwarze Felgen, das macht sich doch zum gelben Auto ganz gut. Soll es nichts Wertendes sein, dass mir irgendwie schwarz-gelb gefällt, aber. Nee, doch, ja, gefällt mir. So. Aber schade, dass wir 3,45er nicht bekommen, ne? Nein, ich will nichts auseinanderbauen, ich will zusammensetzen. Warum mache ich das jedes Mal falsch an diesem Ding? Weiß keiner, ne? So. Ja. So, achso, wir könnten ja noch die ganzen Stoßdämpfer-Geschichte könnten wir noch kaufen. Das könnten wir gleich noch machen. Parts, dann brauchen wir Stoßdämpfer. Jetzt habe ich die Einfügen-Taste gedrückt. Das könnte natürlich beim nächsten Mal wieder viel Probleme sorgen. Und die sie für die Vorderachse. So, zwei Stück. Dann brauchen wir, ja, brauchen wir zwei hiervon. Definitiv auch zwei davon, zwei hiervon und zwei davon, und bei den Federanschlägen an den Anschlagpuffer, da weiß ich wieder nicht, wie viel wir da noch brauchen. So, dann gucken wir die mal aus und dann gehen wir hier mal ran und sagen, bau mir mal ein Vorderachse zusammen hier, also beziehungsweise den Stoßdämpfer für die Vorderachse. Und das machst du gleich noch einmal. Sehr gut. Und dann wuchten wir den hier noch aus. Dann haben wir das schon mal alles geschafft. Dann brauchen wir bloß noch zusammenschrauben. Beziehungsweise die Tuning-Teile dann auch wieder kaufen und ähnliches. Ich hoffe, das wird auch schon alles in das Rathaus reinpassen, nehme ich mal an. 15 Zoller waren da drauf. Ernsthaft? Also was ist denn das? Was soll denn sowas? Wer macht denn so einen Quatsch? Gibt so Dinge, die macht man einfach nicht. So. Gut, weiter geht's. Wo fangen wir denn am besten an? Wir fangen erstmal wieder hinten am Motor an. So. Gucken wir hier kurz drüber. Da ist der Motor. Ja. Zusammenbauen. Und dann gucken wir, haben wir den Motorblock. Den haben wir schon mal. So, das ist schon mal gut. Dann geht's los. Dann müssen wir jetzt schon mal einkaufen gehen. Dann gehen wir nämlich einmal schon mal in den Tuningladen und holen uns mal alles, was wir im Tuningladen wissen, was wir da brauchen. Tuningteile kaufen. Wir brauchen auf jeden Fall Kolben und davon brauchen wir auf jeden Fall 8 Stück. So, einen Kraftstoff. Ein Stück Kupplung. Das brauchen wir. Eine Lima brauchen wir. Was brauchen wir denn noch außer eine Lima? Wir brauchen noch eine Servopumpe. Wir brauchen das Schwungrad. Nockenwelle V8. Tuning, können wir gleich 4 Stück kaufen. Bringt jeweils 2,3%. Nicht schlecht. So.
Dann können wir auf jeden Fall schon mal 8 Zündkerzen kaufen. Genau. Und 8 hiervon. Zack. Und die Zylinderköpfe V8, die können wir natürlich auch noch kaufen. Hier V8 Tuning, 2 Stück. Dann können wir wahrscheinlich auch noch eine Ansaugbrücke V8 kaufen, oder? Gibt's die? Die gibt's nicht. Ah, schade. Sehr, sehr schade. Habe ich den Kraftstofffilter gekauft? Ich hoffe mal. Werden wir gleich sehen. Ja, den haben wir gekauft. Okay, gut. Dann haben wir den Generator. Ihn getuned und die Servopumpe auch. Ihn getuned, bitte. Ich das zweite Mal falsch. So. Mann. So. Dann haben wir ja, das müssen wir von unten machen, das müssen wir auch von unten machen. Da vorne müssen wir von unten ran. Ja. Also, würde ich sagen, bauen wir das ganze Ding erstmal hoch. Bin dann mal gespannt, wie sich die Reifen machen jetzt hier in den Wagen. Aber, wie und was das alles wird und ob uns das nachher auch am Ende gefällt oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Car Mechanics Simulator 2018. Falls euch das hier gefallen hat, lasst bitte ein Like da und oder auch ein Abo, falls ihr noch nicht habt. Und ja, wir sehen uns morgen. Tschüss!